So, und damit nochmal offiziell willkommen zurück, seid gegrüßt zu einem neuen Part Deadner World 2 und danach Windmonk mit dem Zwergenfürst. Und wir schauen uns erstmal Familienfotos an zu Beginn dieses Parts. Herr Und des Kleins Jeeps. Frau im Kräutergarten mit Zitronenbäumchen. Sein Kind mit Süßigkeiten und ein Garten voller Bäume. Aha. Hübsche Bilder haben wir uns angeguckt. Ein Lüftungsrohr haben wir hier. Zu weit weg. Okay, angucken wollte ich es mir auch. Oh, wie hübsch. Ja, ein Vogel. Der ist versandbereit verpackt. Was bist du denn für ein Vogel? Okay, vielleicht sollten wir mal mit dem Reisenden reden. Hier gibt es noch einige andere Sachen zu entdecken, aber erstmal Hallo, ich reden. bin Robert. Euer Platz sieht aber gemütlich aus. Oh, hallo Robert. Ich bin Herr Klein. Du riechst gut. Dein Geruch erinnert mich an meinen Hund Charlbert. Das ist eine Mischung aus Angst und Wald. Und Waldangst. Das erinnert mich an Zuhause. Komm doch etwas näher. Lass mich ein wenig an dir riechen. Ich weiß nicht, ob das so Nein. eine gute Idee ist. How about Oh, nope? komm schon, Robert. Nur ein kleines Näschen. Ein bisschen Heimat. Für den guten alten Herr Ja. Klein. Was macht ihr hier eigentlich? Ist dann nicht seltsam. Was ich hier. Oh, also, ich soll den Vogel hier nach Wollingen bringen. Aber meine Bahn hat Verspätung. Seit 3 Jahren. Ich habe die Bahn aus Wollingen repariert. Also notdürftig. Oh, Mist. Dann muss ich ja weiterreisen. Wollte gerade Ich sagen, wie die hasse wir meinen repariert haben. Job. Ich will einfach nur nach Hause. Was ist denn der Job? Oder warum musst du reisen? Erzähl mal. Ihr seid bestimmt viel rumgekommen. Das mag stimmen, aber zu Hause ist es immer noch am schönsten. Also, wenn ich mich recht entsinne, ich war schon so Lange nicht lange mehr nicht da mehr gewesen. dort. Ich erinnere mich nur noch vage an Gerüche. Da war der Zitronenbaum im Kräutergarten meiner Frau. Und Wieso auf meine einmal Kinder. Gerüche? Was hat er mit Kinder Gerüchen? riechen immer nach Süßigkeiten. What the Mein fuck? Sohn hat Karamellzuckerwatte geliebt. Und der Duft meines Traums. Was ist euer Traum? Ich wollte immer Holzfäller werden. Der süße Holzduft. Das hört sich aber Was toll hat an. der mit seinen Gerüchen? Reden wir nicht mehr drüber. Das macht mich so traurig. Okay. Reisen und kündigen zu Hause. Es tut mir leid, dass euch eure Familie fehlt. Ja, am schlimmsten ist es, wenn irgendwo ein Geruch herkommt, der mich an sie erinnert. Die Zitronenbäume meiner Frau, Tut mir leid. ihr Kräutergarten, die Karamellzuckerwatte meines Sohnes, der süße Geruch von Holz. Tja, er hat Heimweh. Das ist also Haribert? Ja, so habe ich ihn zumindest genannt. Er gehört mir nicht. Ich sollte ihn nur von Würzburg nach Wollingen bringen. Aber die Bahn nach Wollingen war kaputt. Ist Seit es sich 3 Jahren. repariert? Ziemlich schweigsam, nicht wahr? Das heißt, er sitzt seit 3 Jahren Würde dort auf ihn dem sicherlich gerne Koffer singen. im Aber Bahnhof. seine Gefangenschaft macht ihn Sehr traurig. schön. Das spüre ich, weil es mir genauso geht. Kann ich noch mal an dir riechen? Auf gar keinen Fall. Euer Vogel sieht nicht besonders glücklich aus. Ja, er ist ein sehr komplizierter Charakter. Sehr sensibel. Und es hilft nicht, dass er da eingesperrt ist. Ich soll ihn zu einem reichen Wollmagnaten in Wollingen bringen. Da kommt er wahrscheinlich in einen neuen Käfig.
und ich muss was Neues ausliefern. Und immer so weiter. Und immer so fort. Aber wenn ihr kündigen wollt, dann tut das doch. Ich meine, gibt es nichts, was ihr lieber tun würdet? Aber ja doch. Ich wäre gerne Holzfäller. Genau wie mein Vater. Warum tut ihr es nicht einfach? Mir fehlt der Antrieb. Ich weiß ja nicht mal mehr genau, was ich vermisse. Die Heimat, mein Lieber, die Heimat vermisst es. Das ist ein starkes Gefühl von Heimweh. Nach Hause zu dürfen. Aber ja doch, ich wette, meine Frau hat schon einen anderen. Oh, aber ich liebe sie doch so. Aber nicht doch. Eure Frau vermisst euch sicherlich ganz furchtbar. Und meine Kinder. Meine Kinder. Die haben bestimmt auch schon andere. Sie erkennen bestimmt ihren Vater nicht mehr. Ach, herrje, es tut mir so leid. Ich wollte euch wirklich nicht zum Weinen bringen. Das ist doch. Kann ich denn irgendetwas für euch tun? Kann ich noch mal an dir riechen? Auf keinen Fall. Ja, genug geredet. Mach's gut. Riech dich später. Tja, man riecht sich. So ist es. Nein, das wäre Kidnapping. Nee, ja. Okay, wir haben eine Gepäckauflage. Hier kann ich anscheinend mein Gepäck aufgeben. Erstmal brauche ich ein Ticket. Oh nein, nicht schon wieder. Hallo? Schon wieder Tickets. Ich hätte gerne ein Ticket nach Alt-Aspen. Fehlercode Pistazie 404. Pistazie? Oh, er scheint kaputt zu sein. Ach Mist. Kann nicht einfach mal was machen? Ich mag Pistazien. Robert? Jetzt höre ich schon Lauras Stimme und nicht mehr nur Conroys. Robert! Flintennase! Laura? Laura, bist du das? Oh nein, nicht die! Wer zur Hölle sollte ich sonst sein, du Depp? Oh, du bist es! Flintennase, du hast mir so gefehlt. Ich bin so froh, dass du da bist. Ach, sie ist es doch nicht. Natürlich bin ich das. Laura, wo steckst du? Ich bin als Gepäck gereist und jetzt hänge ich hier im Lager fest. Oh Mann, ich hab dich so. Wir müssen ins Gepäcklager. Ich dich auch, Flötennase. Ich hab so gehofft, dass ich dich hier finde. Woher hast du gewusst, wo ich bin? Ich hab Libretta im Gefängnis getroffen. Geht es ihr gut? Ja, noch. Wir müssen uns beeilen und Emil aufhalten, bevor er alle Flötennasen in den Windbrunnen stößt. Also, wie lautet dein Plan? Wir müssen nach Alt-Aspen. Da erkläre ich dir dann alles Weitere. Ich versuche gerade... Wir müssen dich erstmal da rausholen. Aber der Automat ist kaputt. Von hier aus kann ich den Automaten bestimmt reparieren. Da unten ist eine ganz winzig kleine Tür. Aber wie kommst du dann mit? Vielleicht können wir da durch. Ohne dich fahren. Lass das mal meine Sorge sein. Wir treffen uns einfach in Alt-Aspen. Dann erzählst du mir von deinem Plan. Und dann retten wir wieder die Welt. Wie früher. Ja, dann kann ich dich endlich in den Arm nehmen. Einverstanden. Und ich werde dir erstmal einen dicken, fetten Kuss geben. Ich brauche dieses Seilbahnticket. Auf jeden Fall. Oh. Jetzt müssen wir hier rauskommen. Jetzt spielen wir die... Ich habe sofort schon wieder ihren Namen verloren. Vergessen. Robert? Er hört mich nicht. Schade. Ein Knopf. Damit kann ich neue Pakete anfordern. Okay. Hier geht es zu entkommen. Ein Knopf. Schade. Ah, verstehe. Wir müssen uns in irgendeine Kiste begeben und dann angehoben werden. So klappt das vielleicht. Ein Gitter. Da werden neue Pakete angeliefert.
Keine Chance, das sitzt. Okay. Mann, welches. Oh, Bohrtiere. Ich hatte eins, als ich klein war. Bohrtiere. An welches Paket können wir einsteigen? Welches ist groß genug, das war. Streicheln ist keine so gute Idee. Okay, sind das keine Streichelzahntiere? Der führt bestimmt in die Haupthalle, zu Robert. Da passe ich nicht durch. Schade. Rote Stecker. So viel zu sehen. Schüssel. Interessant. Okay, wir sammeln was fürs Inventar. Wieso schaue ich mir das an? Aus Spaß. Ich habe erstmal genug. Okay, eine Heizung. So viel zu sehen. Fühlt sich ziemlich warm an. Eine Wollmaus. Sehr schön. Ein Versteck. Nein, ich habe mich lange genug versteckt. Wer auch immer hier war, das Versteck ist jetzt verlassen. Okay. Können wir irgendwas da draufstellen auf den Knopf? Eine Schüssel vielleicht? Der Knopf sitzt in der Falle. Okay, ich weiß nicht, was das bringt, aber versuchen wir es mal. Ah, sehr schön. Sehr gut, meine Kutsche ist da. Ohne Luftlöcher? Außerdem ignorieren. Das muss nicht nach Altaspen. Okay. Ohne Luftlöcher? Auf keinen Fall. Wir müssen irgendwie Luftlöcher reinkriegen. Der Greifarmkisten ohne Versandaufkleber. Aha. Wir brauchen. Wir brauchen Luftlöcher und wir brauchen einen Versandaufkleber. Wo wir den herkriegen, weiß auch nicht. Hier steht schon eine Kiste für mich bereit. Schüssel wieder nehmen. Das bringt nichts. Der Greifarm nimmt nur Kisten mit Versandaufkleber. Tja, aber wo kriegen wir einen Versandaufkleber her? Oha. Okay, hier haben wir zwei rote Stecker. Ja, hallo? Ich stehe hier gerade vor dem Steckfeld vom Ticketautomaten. Irgendwer hat hier alles kaputt gemacht und ich bräuchte Hilfe. Also, ich habe hier, bunte Stecker. Wenn Sie mir schnell verraten, was wohin gehört, sind Sie mich gleich los. Hallo. Danke, dass Sie die Technik-Hotline angerufen haben. Eine Leider so erotische Stimme in einer. Der technischen Unterstützung eine technische Hotline. Urlaub. Aha. Mein Name ist Mysteriosa, das Medium. Wie kann ich Ihnen helfen? Ein Medium? Medium? Ich brauche technische Unterstützung. Ich spüre deine große Unruhe in dir. Willst du darüber reden? Nein, ehrlich gesagt würde ich einfach gerne über diesen dummen Steckplan reden. Oh, und jetzt spüre ich Wut. Ja, ich spüre auch Wut. Oh, Moment. Ich bekomme da gerade eine Nachricht durch meine magischen Papierschnipsel. Willst du die Verbindung Papierschnipsel natürlich Kreis der Energie einbinden? Ich will ein verdammtes Steckfeld reparieren. So musst du zuerst deine Seele mit den Elementen in Einklang bringen. Fluss, Erde, Licht, Wind. Fluss, Erde, Wind, Licht, Wind. Verbindung. Fluss, Erde, Licht, Wind, Fluss, Erde, Licht, Wind, Liebe. Das darf alles nicht wahr sein. Das ist wichtig für das hier Fluss, Erde, Licht. Das ist wichtig, müssen wir uns merken. Fluss, die Reihenfolge hat wahrscheinlich sogar eine. Fluss, Erde, Licht, Wind, Liebe. Das müssen wir uns merken, das hat nur eine Bedeutung. Das müssen wir uns. Ich habe gerade keinen Zettel hier, ich hole mir einen Zettel. Sekunde. Ich habe keinen Zettel. Ich hab eine Rolle Kreppband und einen Kugelschreiber. Das muss gehen irgendwie. Muss reichen.
Noch ein Kreppband. So, Krepp. So, wir haben hier Fluss. Fluss, Erde, Licht, Wind, Liebe. Ich schreibe es mir mal auf, hier machen wir eine Liste. Es wird doch irgendwas ergeben. Fluss. Heute habe ich Lust zum Rätseln. Licht. Licht. Ich hätte es auch in den Chat tippen können und das jetzt einfach ist. Gut. Jetzt habe ich hier ein Kreppstück. Wind. Und Liebe. So, okay. Erzähl mal was zum Fluss. Ein Fluss. Der Fluss deiner Seele, natürlich. Natürlich. Der Seele. Ich sehe deine Seele. Okay. Dein Lebensfluss entspringt energetisch aus den unendlichen Weiten und mündet leise gurgelnd in der humanen Spalte. Was für eine leise Spalte? Gurgeln in der Spalte. Die humane. Boah. Spalte. Wo ist dieser Fluss? Ich habe nicht übel Lust, mich zu ertränken. Okay, der Fluss endet leise in der humanen Spalte. Okay, was auch immer. Schreiben wir mal auf. Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Genau so ist es. Okay, unendlichen Weiten und leise in die humane Spalte. Ah, okay. Ich lege jetzt auf. Bis später. Oh, ich werde ganz bestimmt nicht noch... Doch, ich denke... Das werden wir. Okay, der Fluss. Wir müssen jetzt mal einen Flussstecker. Wir haben blaue Stecker. Okay, der. Fangen wir mit dem Fluss an. Ich hoffe, wir können noch mal machen, aber. Okay. Ich habe mal zwei blaue Stecker, das ist für Fluss. Definitiv. Und zwei weiße Stecker, das ist für Wind. Gelbe Stecker sind für Licht. Und braune Stecker sind für Erde und rote Stecker sind für Liebe. Okay, das ist definitiv schon so. Dann haben wir hier blaue Stecker, die unendlichen Weiten. Was können nach unendlich weit? Das könnte die humane Spalte sein. Das ist. Ich kann mal hier mal. Humane Spalte. Unendliche Weite ist das hier, das ist unendlich. Das ist die humane Spalte. Okay, das könnte durchaus so sein. Rufen wir nochmal an. Hallo, ich bin's nochmal. Ich weiß. Sag mir was zur Erde. Okay, also Erde. Ich schreibe jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass du hier einen ominösen Satz. Ich sehe deine Vergangenheit. Vergangenheit? Und los geht's. Geerdet im Boden der Tatsachen suchst du die Verbindung zu deinen Wurzeln. Doch du kannst nicht zurück. Was soll das heißen? Kannst nicht zurück. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das musst du ganz allein rausfinden. Aber darum habe ich doch beim Technik-Support angerufen. Okay. Vergangenheit, Boden der Tatsachen, kannst nicht zurück. Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Zurück zu Wurzeln. Ah, Vergangenheit. Nicht zurück zu den Wurzeln. Okay. Ich spüre. Tschüss. Erde. Vergangenheit, nichts zurück zu den Wurzeln, Boden der Tatsachen. Okay. Nichts zurück zu den Wurzeln. Das ist nicht ein Minus. Das könnte eine Wurzel sein. Nicht zurück zu den zwei Wurzeln. Boden der Tatsache. Könnte auch hier
das gerade sein. Ich würde mal sagen, erstmal Brot dann. Das ist die Wurzeln. So würde ich durchaus, sagen. Ja. Ja, mein Kind. So, das Licht. Okay. Also, Licht. Ich sehe ein helles Licht. Hoffnung, die leuchtet wie ein Phosphos. Das aufgeht am Rande des Zylinderwaldes, ein kurzes Stück nach Südwesten, um sich dort zu verlieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, die geheimnisvollen Botschaften aus der Zwischenwelt. Nein, du machst überhaupt keinen Sinn. Ich bin ein Medium. Ich habe diese Gabe nicht erwählt. Diese Gabe hat mich erwählt. Gabe? Ja, klar. Okay. Laura. Oh. Okay, wir haben hier Hoffnung. Helle Hoffnung. Und Rande des Zylinder. Zylinder nennt das. Und verlieren haben wir ja noch irgendwas. Verlieren müssen wir noch irgendwas. Zylinderland könnte durchaus das dort rechts neben dem oberen Braun sein. Verlieren haben wir hier nichts. Sein der Boden ist irgendwas anderes, der beständige Boden. Helles Licht. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Was soll denn daran einfach sein? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Zylinderberge und Licht haben wir jetzt bis okay. Ich spüre, dass du eine Zylinderberge, okay, das wird schon härter. Okay, haben wir auf jeden Fall die Zylinderberge, das scheint schon mal hier zu sein. Und irgendwas mit helles Licht und verlieren. Wenn es nicht verliert sich. Vielleicht das hier, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das passt. Das scheint, das wird irgendwas mit dem Wind sein. Okay. Ja, mein Kind. So, der Wind. Und was ist mit Wind? Ich sehe deinen Willen. Den sieht man von Ober- bis Unteraspasien. Die sanfte Brise im Nordosten hat seinen Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Alles klar, einfach ruhig bleiben. Und Berge. Was könnte das heißen? Sanfte Brise und Berge, das ist ja wohl klar. Ich kann dir nur weitergeben, was meine Papierschnipsel rechts mir oben mitteilen. Und in der Mitte oben. Papierschnipsel? Genau. Ich. Die sanfte Brise im Nordosten hat ihren Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Das ist klar. Was will denn sie bekloppt damit sagen? Hass nicht das. Ich hasse euch. Ich spüre. Das ist eindeutig. Okay, die beiden oben sind. Bei Braun und Gelb war das auch noch nicht. Bei Licht und Erde war das noch nicht ganz eindeutig, aber. Hier. So. Noch ein letztes Mal. Ja, mein Kind. So, die Liebe. Alles klar. Du hast mir sicher auch was Sinnloses zum Thema Liebe zu sagen. Ich sehe deine Liebe. Ich sehe eine positive Einstellung sollte sich für dich bezahlen machen. Positive Einstellung? Ich habe aber nur eine negative Einstellung. Positiv. Positiv und negativ. Ah, okay, dann muss der feste Boden aber was anderes sein. Okay. Negative Einstellung und positiv. Also eine positive Einstellung macht sich bezahlt. So ist es. Das ist das erste Mal, dass du Sinn machst. Aber was anderes haben wir, aber wir haben positiv und negativ. Dann muss der feste Boden irgendwas anderes sein. Ich spüre das. Tschüss. Dann haben wir beim Boden, aber wir haben noch bei Wind, bei Erde. Haben wir
Fester Boden war das. Und was, dann müssen wir das, dann nehmen wir das mal raus hier. Positiv und negativ hier. Und die Erde, feste Boden. Das hier. Ja, da tut sich nichts. Zwei Steckplätze hätten wir noch. Tja, okay, wir hören uns nochmal an, dann können wir es vergleichen. Dann können wir ja schon bestätigen, klicken oder so. Ja, mein Kind. Führen uns das nochmal an. Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Der Fluss? Genau so ist es. Der Fluss aus den unendlichen Weiten und in die humane Spalte. Eventuell ist das auch die humane Spalte? Vielleicht ist das... Was war aber bei Licht? Was bei Licht war... Licht hatten wir helle Hoffnung. Und verlieren. Das könnte sich auch verlieren, das hier. Das können wir hier, dann nehmen wir das mal raus. Das raus und das dort. Das dorthin und das dorthin. Okay. Versuchen wir mal. Das halte ich noch für möglich. So wird man das machen. So. Okay. Ja, fester Boden könnte auch das sein. Sag mal noch was zur Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nicht zurück zu den Wurzeln, das sind die Wurzeln dort. Nie mehr zurück zu den Wurzeln. Oder das dort unten. Und das Blau, das Wasser nochmal, das können auch Wurzeln sein. Ist da Blau nochmal? Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Genau so ist es. Humane Spalte. Und doch, das vielleicht wirklich das hier. Plus dann noch die Erde um. Das oder das. Das sieht doch schon wie eine humane Spalte aus. Was auch immer eine humane Spalte sein soll. Okay, so. Und so. Nicht? Ja, mein Gott. Okay. Der Fluss entspringt aus dem Unendlichen und in die humane Spalte. Das würde ich doch so interpretieren. Humane Spalte. Könnte auch das hier sein, das könnte auch ein Symbol dafür sein. Das Licht war in den Hutslanden in Zylinderbergen. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Trainieren Sie ein Stück nach Südwesten. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten. Ein Stück nach Südwesten. Südwesten, das ist Südwesten. Ich spüre das. Und verlieren sich ein bisschen nach. Das könnte Südwesten sein. Wenn wir das dann rausnehmen, der feste Boden könnte dann. Das ist die Wurzeln, der feste Boden. Und das wird sich lohnen. Ah, okay. Das wird sich lohnen, das fest dann die. Nee, da kommt das Licht rein und die. Das ergibt gar keinen Sinn mehr. Ja, mein Kind.
Okay, nochmal alles nacheinander. Okay. Also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Genau so ist es. Das könnte auch das sein. Ich spüre das. Ich würde denken, das durcheinander machen, aber fließt unendlich Spalte und humane Spalte. Das könnte auch das hier sein. Könnte. Das ist Luft. Ja, mein Kind. Sieht doch endlich nach als Fluss machen. Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Denke, könnte man genau machen. So ist es. Sieht gut aus. Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nie mehr. Nicht zurück zu den Wurzeln, vielleicht eher das hier. Ich spüre. Nicht zurück zu den Wurzeln, dann kommt es zum Minuspol hin. Nichts zu den Wurzeln. Nicht zu den Wurzeln. Was könnte das bedeuten? Ja, mein Kind. Nichts zu den Wurzeln, das Licht. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, das ganz oder das. So einfach ist das dann doch nicht. Und eine Kreuzung, das was könnte soll auch denn sein, daran einfach finden. Sein? Ich habe keine Ahnung, nach wovon Südwesten. Du redest. Die sanfte Brise im Nordosten hat ihren Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Hm. Was will uns die Bekloppte damit sagen? Sanfte Brise, das hast ist das, nicht ja, das gibt's Medium, hasst die Schnipsel. Ich hasse euch. Also eine positive Einstellung macht sich bezahlt. So macht sich bezahlt, das macht Sinn. Das ist das erste Mal, dass du Sinn machst. Okay. Nicht war euch noch was falsch. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Was? Ich spüre. Vielleicht hier eins runter. Das mitnehmen und hier reinstecken. Nicht? Tja. Fällt mir auch nichts mehr ein. Schauen wir uns nochmal an. Ja, mein Kind. Ich deute die Sachen falsch. Der okay. Fluss. Also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten. Haben wir jetzt die 8, die humane Spalte. Genau so ist es. Liegende 8 als unendliche Weite fließt in die humane Spalte. Das sieht ja so, könnte hier ein Fluss sein, dann fließt das dort in die Spalte rein. Das könnte auch die Spalte sein, aber sieht mir mehr nach Fließen aus. Fließen, das könnte auch sein, aber das ist halt immer. Oder hier rein, aber das ist dann. Dann weiß ich nicht, wo die Wurzel sein könnte. Könnte man versuchen, das beides zu tauschen. Ich spüre. Die Wurzel. Dann kommst du in die Wurzel rein. Du hier rein. Ja, mein Kind. Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten unendlich und fließt in die humane Spalte. Genau so ist es. Es könnte auch ein Flusssymbol sein, der fließt in die Spalte. Ist hier noch irgendwas, was wie eine Spalte sein könnte? Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nicht zurück nie zu den mehr. Wurzeln. Könnte auch das sein. Nicht zurück zu den. Das könnte auch eine Wurzel darstellen. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Was soll denn daran einfach sein? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das ist eindeutig hier hoch. Aber wo ist denn Erde hin? Erde. Nie mehr. Erde.
Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nicht zurück zu den Wurzeln. Man wird das doch hier unten hinstecken. Und das in die humane Spalt, das ist so, wie ich am Anfang war. Tschüss. Du kommst hier rein, humane Spalte. Und nie mehr zurück zu den Wurzeln. Das will ich doch eindeutig. Zurück zu den Wurzeln. Und dann das hier. Dort oben rein. So würde ich es machen. Bleiben zwei frei. Ja, mein Kind. Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Dann würde ich sagen, entweder das oder das da drüber, was wir da haben. Die Erde. Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nicht zu den Wurzeln. Es könnte auch Wurzel sein, das ist halt alles nicht ganz klar. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Okay, aber die Zylinderberge... Was soll denn daran einfach sein? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Zylinderberge verlieren sich ein Stückchen nach... Aber so einfach ist nicht, deshalb wie das Kreuz, das ist so der Pfeil. Der Pfeil ist durchkreuzt, so einfach ist das nicht. Okay. Die sanfte Brise im Nordosten hat ihren Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Da, wenn ich, das ist halt... Was will uns die Bekloppte damit sagen? Das denke ich, das ist eindeutig, dass ich... Das Medium. Ich hasse euch beide. Ich denke, das ist eindeutig, das ist... Sanfte Brise Richtung Berge. Die Liebe also ist auch eindeutig. So, das ist das erste Mal. Okay, da sind wir uns bei den... Also die Hälfte haben wir schon eindeutig. Nein, nicht die Hälfte, aber... Also Weiß und Rot habe ich schon. Die Liebe und... Die Luft habe ich. Das Licht. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Das würde ich sagen. Naja, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Was soll denn daran einfach sein? Würde ich mir auch sagen, bin ich sicher. Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nicht zu... Nie mehr. Das ist die Frage, was ist da noch Wurzeln? Könnte man das noch ausprobieren? Das noch mit den Wurzeln? Okay, also Fluss der Fluss in die humane Spalte, genau. Okay. Humane Spalte. Ich will es doch einmal ausprobieren hier. Das hier da hochzustecken. Da fällt mir noch nichts mehr ein. Aus der Unendlichkeit in die humane Spalte. Nicht zurück in die nicht zurück zu den Wurzeln. Das hier Wurzel oder das Wurzel? Ist die Frage. Oder ist das die Wurzel? Nope, da passen nur die. Gutes Beispiel von bringt nichts. Tja, Sand ins Getriebe werfen. Liebe zahlt sich aus, das macht eine positive Sache und der Liebe auch zahlt sich aus. Das ist klar. Wir haben ja auch noch ein Hilfssystem. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Da gibt es eigentlich ein Achievement für, dass man es ohne Hilfssystem schafft. Scheiß drauf. Jetzt haben wir das Hilfssystem benutzt. Das war ja sehr hilfreich. Das wenn du den vorerst hat Laura allerdings keine Möglichkeit an. Ich habe gedacht, du musst erstmal mit Robert weitermachen. Sprich mit Robert mit der Wache oben über das Thema fragt. Okay, jetzt kommen wir hier nicht. Wir kommen hier sowieso nicht weiter. Okay, können wir vielleicht wirklich machen. Zum Lager. Jetzt haben wir das Achievement verschenkt.
Hätten wir mit Robert wechseln können.